Sehr verehrte Damen und Herren. Oh. Hey, Louis. Genau genommen sind das ja keine Damen und Herren, oder? Es sind vielmehr kleine Jungs und kleine Mädchen. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Joko. Hallo, Sophie. Hallo, Louis. Würdet ihr denn gerne eine Verstellung sehen? Oh, ja. Das heißt aber nicht Verstellung, sondern Vorstellung, Sophie. Verehrte Damen und verehrte Herren. Oder sollte ich lieber Freunde sagen? Liebe Freunde, jetzt präsentiere ich euch Sophie und Louis. Na los, Sophie, lass uns anfangen. Aua. Oh. Alles in Ordnung, Sophie? Du hättest dir wehtun können. Ich kenne jemanden, der dir bestimmt gerne helfen wird. Warte hier, ich bin gleich zurück. Joko, weißt du, wer uns bei meiner Tanzverstellung helfen kann? Das ist keine Tanzverstellung. Sowas nennt man, Tanzbestellung. Oh, nein. Wie denn jetzt? Tada! Weißt du, was ich male? Ein Steinbock. Warum denn? Weil ein Steinbock ein sehr flinkes Tier ist und fabelhaft balancieren kann. Von so einem kannst du sicher eine Menge lernen. Hallo, Freunde. Möchtet ihr mit uns einen Steinbock malen? Ja! Ich fange mit dem Kopf an. Ja, mach das. Wie sieht der Kopf denn aus? Sehr eindrucksvoll. Ein Steinbock hat nämlich große Hörner. Pass auf. Ich mal ein kleines Ohr und ein großes, geschwungenes Horn. Oh, was für ein prachtvolles Horn, Louis. Als nächstes male ich jetzt noch ein großes Horn und hier daneben das zweite Ohr. Siehst du? Louis, ich helfe dir. Auf seine Hörner male ich ein paar kleine Striche. So. Und jetzt, Joko, male ich den Kopf zu Ende, indem ich die Schnauze male. Und dann verpasse ich ihm noch einen Spitzbart. Und ich male seine Augen, eine kleine runde Nase und sein Maul. Schön, nicht? Gut gemacht. Jetzt bekommt er noch einen kurzen Hals. Dann male ich eine geschwungene Linie, die ich runterziehe bis zum Schwanz, der wie ein kleines Dreieck aussieht. Hat er denn keine Beine? Aber klar doch. Vier Stück. Die mal ich. Eins, zwei, das sind die Hinterbeine, jetzt noch der Bauch und noch die Vorderbeine. Und jetzt male ich noch vier kleine Striche für die Hufe des Steinbocks. Bravo, Joko. Jetzt muss ich die Beine nur noch mit dem Kopf verbinden. Fertig. Tja, Freunde, und jetzt müssen wir den Steinbock nur noch... ausmalen! Hallo, liebe Freunde, ich bin Walter, der große Balkenbalancierer. Hallo, das freut uns. Meine kleine Schwester würde gerne eine waghalsige Balkennummer darbieten. Eine Balkennummer? Na, dann könnt ihr ja von Glück reden, dass ihr mich getroffen habt. Mit meinen rutschfesten Hufen kann ich nämlich die steilste Felswand hinaufklettern. Und hopp! Und hopp! Und zack! Und drehen! Ja! Na, wie gefällt euch das? Und hoppidi hopp! Na, was sagt ihr dazu? Du machst das gut, aber eigentlich wolltest du doch Sophie helfen. Aber Kinder, das war ja noch nicht mal die Hälfte von dem, was ich kann. Der wackelfeste Hufstand. Ich finde nicht, dass er sehr nett ist. Wir haben ihn gebeten, uns zu helfen und alles, was er kann, ist angeben. Ich hab da eine Idee, Sophie. Um einen Steinbock zu malen, fangt ihr mit dem Kopf an. Ihr malt ein kleines Ohr und ein großes, geschwungenes Horn. Als nächstes malt ihr noch ein großes Horn und daneben das zweite Ohr. Und auf die Hörner malt ihr kleine Striche. Jetzt malt ihr den Kopf zu Ende, indem ihr die Schnauze malt. Und dann verpasst ihr ihm noch einen Spitzbart. Dann malt ihr die Augen, die kleine runde Nase und das Maul. Ihr malt den Hals, der in den Rücken übergeht. Dann zieht ihr den Strich nach unten, um den Stummelschwanz zu malen. Jetzt malt ihr seine Hinterbeine. Eins, zwei, dann sein Bauch und die Vorderbeine. Drei und vier. Und vergesst die Hufe nicht. Dann müsst ihr die Beine nur noch mit dem Kopf verbinden. Jetzt könnt ihr ihn ausmalen, wie es euch gefällt.
Hallo, mein Name ist Adrian. Kann ich euch helfen? Ja! Könntest du meiner kleinen Schwester zeigen, wie man auf dem Balken balanciert? Aber gern. Hip, 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 hip. Und jetzt, Sophie, streck die Arme aus. Nimm den Regenschirm zum Gleichgewicht halten. Warte, warte! Dankeschön. Hip. Das Wichtigste ist, dass du niemals nach unten schaust. Immer nur nach vorn, Sophie. Du meinst so? Ja, sehr gut. Genau so. Gut gemacht, Sophie. Dankeschön, Adrian. Du bist wirklich ein sehr guter Lehrer. Und nun, Freunde, wenn ihr auch Lust bekommen habt, einen Steinbock zu malen, dann viel Spaß. Also bis bald, Freunde. Bis bald, Louis. Bis bald, Joko.